Wo kommt das alles her? Während des Untergangs flohen alle, die konnten, von der Erde. Bis hierher haben sie es geschafft. Und das war's dann wohl. Der reine Friedhof. Wie haben die Erwachten überlebt? Das weiß niemand. Eindringlinge bei Peilung 127. Ihr seid in Erwachtengebiet eingedrungen. Nennt euer Anliegen, sonst wird das Feuer eröffnet. Sieh nicht mich an. Sag irgendwas. Wir kommen von der Erde. Wir suchen den Rat der Erwachten. Folgt meiner Flugbahn. Jede Abweichung wird als Angriff betrachtet. Das muss der richtige Ort sein. Warum sind die richtigen Orte immer so beängstigend? So, das sind also die Unbefugten, die eine Audienz wollen. Wir wollten nichts Unrechtes tun. Die Königin persönlich entscheidet, wer in ihr Gebiet darf und wer nicht. Ich? Ich finde ja, sie muss sich nicht um alles kümmern, was am Riff angeschwemmt wird. Aber da wären wir. Wir möchten um Hilfe bitten. Es fürchtet die Gefallenen. Es versteht nicht, dass diese hier zu mir gehören. Verzeihung. Eure Hoheit. Ich bin ein Hüter von der Erde. Wir suchen den Schwarzen Garten. Warum? Wir wollen die Dunkelheit in seinem Herzen besiegen. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Jeder weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie kommt man rein? Könnt ihr uns helfen? Und warum sollten wir das tun? Die Königin ersucht ihren Bruder um Rat. Das ist gut. Warum nicht? Wir machen euch einen Schlüssel. Toll, was? Bringt uns den Kopf eines Vex-Torlords. Ein Torlord? Warum wollt ihr einen Vex-Kopf? Oh, wir nicht. Und wir bekommen wohl auch keinen. Aber nur so kommt ihr in den Schwarzen Garten. Wir kommen wieder. Oder stirbt auf der Venus. Egal. Willkommen zurück bei Okafer TV. Wir haben gerade ein schönes Intro gesehen, wo wir in den Schwarzen Garten versucht haben, reinzukommen. Wir sind jetzt dort gelandet. Jetzt werden wir probieren, natürlich diesen Kopf zu besorgen und lassen uns überraschen, was uns alles erwartet. Gehen wir natürlich zum Mond. Das
Und lassen uns überraschen, was uns dort alles erwarten wird. Das hier kam gerade über einen sicheren Kanal vom Kryptarchen rein. Das Ishtar-Kollektiv umfasst die größten Denker des goldenen Zeitalters. Ihr Archiv ist ein Wissensschatz, den die Gefallenen niemals in die Finger bekommen dürfen. Sichere das Archiv, dann stehen die Kryptarchen in deiner Schuld. Okay, dann werden wir das Archiv sichern. Das sind die Kryptarchen in uns, unserer Schulden. Aber lass uns überraschen, wie viel Gegner uns... Das Archiv ist unter dem Geröll der Akademie vergraben. Es wird nicht lange dauern, bis die Gefallenen alles abgetragen haben. Wir sollten es finden, bevor sie uns zuvorkommen. Dann werden wir es natürlich finden. Ist ja wohl klar. Ich gehe mal davon aus, dass es hier richtig ist. Weiter geradeaus. Fahren wir einfach. An sich schnell. Nicht, dass sie sich mit uns überhaupt anlegen wollen. Also anlegen. So, ein Scheibe ist das wieder darunter. Das kommt uns ja von der Mission vorher auch schon bekannt vor, dass wir darunter mussten. Deswegen ist das jetzt nicht so ungewöhnliches. Schöne Waffe. So, dann gehen wir mal weiter. Und kämpfen sie sich zur Akademie des... Können wir dazu? Das ist nicht gut, dass jetzt sich Zombies und unsere Schrotthaufen gegenseitig bekämpfen. Dann können natürlich wir hier ein bisschen durch, wenn wir uns gar nicht lange mit dem Gegner hier eigentlich aufhalten. Wir rushen hier einfach mal schön so durch. Ist, denke ich, die beste Variante. Wir müssen uns nicht mit den ganzen Gegnern dort abmühen und können direkt dann zum Missionsziel gelangen. Die geradeaus hin sind auch schon wieder ein paar Gegner. Da müssen wir vermutlich auch rein. Dann werden wir uns mal ganz jetzt so durchkämpfen. Das sollte ja natürlich vielleicht treffen. Okay, ich glaube. Wenn man unseren tollen Superangriff sieht, zack, löst er sich in Einzelteile auf. So, dann gehen wir mal wieder da runter. Seine Gebäude sehen eigentlich auch ganz gut aus, also gut gemacht. Ja, wieder. Also Einstieg wieder eingeschränkt. Na toll. Die Gefallenen haben bereits Fuß gefasst. Das gefällt mir natürlich nicht so. Notfalls müssen wir doch unsere Waffe wieder wechseln vom Colt auf unser Impulsgewehr. Aber wie man ja sieht, ist der Colt eigentlich One Shot, One Kill. Deswegen glaube ich nicht, dass wir den jetzt erstmal wegtun. Mit dem noch eine Weile. So, dann laden wir erstmal in Ruhe wieder nach. Und gucken, wo wir lang müssen. Ich weiß nicht. So, das Auge hat sich von uns verabschiedet. Was ein bisschen schade ist.
Aber ich denke, wenn wir uns langsam durchkämpfen hier. Das soll vielleicht auch noch treffen. Das wäre so ein kleiner Vorteil, wenn man natürlich die ganze Zeit dran vorbeischießt, aber. Ich bin gerade ein bisschen wundern, dass ich jetzt gar kein Ziel mehr habe. Dann werden wir jetzt mal den Automatik. Die verlorenen Geheimnisse des goldenen Zeitalters. Seit Jahrhunderten unberührt. Die wollten hier echt keine Besucher. Eine Radial-A-Verschlüsselung. Kein Problem für mich. Anscheinend müsste ich jetzt das Tor hier vor uns gleich öffnen. Und was es jetzt natürlich auch tut. Wie man sieht, ist schon alles mit Pflanzen zugewuchert. Also ich denke, hier war schon lange keiner mehr unten. Sieht eher aus ein bisschen wie ein Bunker. Sieht, wie es so gestaltet ist eigentlich, aber... Lass uns überraschen, was da wirklich von Archiv und was da wirklich für Sachen da noch sind. Das Archiv hat teilweise noch Energie. So. Willkommen, Dr. Schirm. Bitte Sicherheitsfreigabecode eingeben. Dr. Schirm? Egal. Sehen wir uns das Terminal. Anscheinend müssen wir jetzt hier. Dieser Ort ist erstaunlich. Uns irgendwas eingeben. Mal gucken, was dann passiert. Danke, Dr. Schirm. Soll ich die Wex-Geisteskernanalysen korrelieren? Wie höflich. Anscheinend sehen, was Sie haben. Denkt das System, dass wir Dr. Schirm sind. Verletzung. Es gibt Eindringlinge. Protokoll 19. Gefallen. Sie müssen uns verfolgt haben. Anscheinend sind wir verfolgt worden und jetzt darf ich hier kämpfen. Wir hätten natürlich auch oben das Tor verschließen können. Ein bisschen so Schrottdrohnen, wo sie vom Schrottplatz haben. Genauso wie ich das Viech da oben. So. Ich denke, der... Unser Begleiter braucht noch eine Weile. Dann werden wir ihm mal ein bisschen Zeit machen. Also natürlich schön, dass man bei Destiny verschiedenste Waffen von Colt über halbautomatische Impulsgewehre natürlich alles bekommen kann. Und dann hat man eigentlich schon immer eine große Auswahl an Waffen, wo dann eigentlich schon jeder damit gut zurechtkommt. Also. Ein Servitor sein, der von der Energie zehrt. Müssen wir hier geradeaus? Ja, wir müssen genau in dieses Kontrollzentrum. Hier ist anscheinend irgendwas kaputt, was wir jetzt reparieren müssen. Was für ein Gegner. Chaos. Ich erledige das. Großartig. Sie greifen schon wieder an. Dann schauen wir jetzt dann noch nach oben. Wenn wir mal ein bisschen zu schauen. Okay, ich hoffe, er ist nicht mal so stark wie der Colt, das finde ich ein bisschen schade. Dann werden wir doch lieber den Colt, würde ich sagen.
Oh shit. Okay, jetzt irgendwas Verschlüsseltes bekommen. Das werden wir, denke ich, nachher noch am Turm entschlüsseln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.